Herzlich willkommen zum Wort für jeden Tag. Heute steht neben mir ein Strauß Vergissmeinnicht. Ich mag diese Blumen sehr, diese zarten, hellblauen Blütenblätter mit ihrer gelb-weißlichen Sternmitte gefällt mir gut. Lieblich sind sie, diese Blumen, und sie fallen manchmal gar nicht auf zwischen den imposanten Tulpen und Narzissen. Zugleich aber sind sie zäh. Sie breiten sich rasant aus wie ein Teppich und sie kommen jedes Jahr ungefragt wieder. Diese kleinen Blumen, Vergissmeinnicht. Über ihre Entstehung gibt es natürlich auch eine kleine Legende. Als Gott alle Geschöpfe geschaffen hatte oder während er sie schuf, gab er ihnen einen Namen. Und dann fragte er sie denn nochmal, ob sie sich an ihren Namen auch erinnern können. Und diese kleine Pflanze, die wusste ihren Namen nicht mehr. Und da hat er gesagt, du bist das Vergissmeinnicht. Das kannst du dir gewiss merken. Vergissmeinnicht, das ist eine Aufforderung und eine Bitte. Liebende schenken sich diese symbolträchtige Blume, um sich zu vergewissern ihrer Liebe und ihrer Treue. Vergissmeinnicht, das ist wichtig. Und immer wieder erleben wir es in unserem Leben, dass wir vergessen werden, übersehen werden. Das ist schlimm und das tut weh. Man fühlt sich in den Schatten gestellt und nicht wahrgenommen. Andererseits vergessen wir selber auch immer wieder Menschen. Das ist auch schlimm. Das tut auch weh. Ich denke manchmal an die Einladung zu unseren Jubelkonfirmationen oder zu unserem Mitarbeiterfest. Immer wieder kommt es vor, dass wir da jemanden vergessen, dass sich jemand dann nicht eingeladen fühlt, enttäuscht ist oder auch traurig. Das soll nicht sein und passiert doch immer wieder, leider. Die Bibel kennt das auch, dass Menschen sich vergessen fühlen und vergessen. Ein Vers im Jesaja-Buch im 49. Kapitel, der lautet: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Ja, im Leben passiert das immer wieder. Und sogar Dinge, dass Frauen, Väter ihre Kinder vergessen oder auch umgekehrt. Gott dagegen sagt, selbst wenn das passiert, ich vergesse dich nicht. Vergiss mal nicht. Wir sind in Gottes Herz geschrieben. Er vergisst uns nicht. Er denkt an uns und will uns Gutes erweisen. Ich durfte das auch schon oft erleben in meinem Leben, dass Gott mir viel Gutes getan hat. Und deshalb möchte ich uns alle aufrufen, wie es der Beter aus Psalm 103 tut: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen werden ist ein schlimmes Gefühl. Ich nehme mir vor, heute noch einen Brief zu schreiben an jemanden, der sich vielleicht von mir vergessen fühlt. Der denkt, dass ich ihn gar nicht mehr in meinen Gedanken habe. Vielleicht kennen Sie auch jemanden. Und dann werden auch Sie aktiv. Setzen Sie ein Zeichen, rufen Sie an, schreiben Sie eine Mail oder einen Brief und lassen Sie den anderen wissen, du bist nicht vergessen. Das vergisst man nicht, es erinnert uns daran. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und viele liebe Grüße.